Hey und herzlich willkommen, ich bin's euer Spooky, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, es gibt eine neue fette Info zu Naruto Storm Revolution und ihr könnt es ja schon mega am Titel lesen. Und zwar wurde jetzt die Demo mit Datum angekündigt und sogar noch der Online-Modus, Leute. Und das ist schon wirklich der Hammer. Aber dazu kommen wir gleich wieder. Im Hintergrund lasse ich einfach so ein Bildchen ablaufen, was bei meiner Info dabei war. Das sieht man einfach nochmal so ein bisschen die DLC-Charaktere, was vom Online-Modus, was vom Auswahlbildschirm. Ist jetzt aber wie gesagt nichts Besonderes. Vom Turnier sieht man auch noch so ein kleines Bild. Aber wie gesagt, nichts Besonderes. Aber kommen wir jetzt mal zurück zu dem Online-Modus. Und zwar kann man das Ganze ab dem 2. Juli runterladen bis zum 23. Juli. Ob ab dem 23. Juli der Online-Modus abgeschaltet wird, kann ich euch nicht sagen. Was bei der Demo noch alles dabei wird, ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich schätze einfach, dass der Kampf gegen Mecha-Naruto drin ist. Also ich denke, man kann den Kampf gegen Mecha-Naruto machen, den man als erstes gesehen hat, schon vor Monaten. Das kann man, glaube ich, machen. Dann kann man einfach online spielen und ja, mehr nicht eigentlich. Ja, so stelle ich mir das vor. Es wurden aber auch nur 6 Charaktere angekündigt, die man für die Demo benutzen kann. Und zwar kann man Tailed Beast Mode Naruto benutzen. Das war ja klar, das muss sein. Minato kann man benutzen, Kushina kann man benutzen, Sasuke, Kakashi und natürlich Mecha Naruto, der Held des Spiels, sage ich jetzt einfach mal. Diese 6 Charaktere darf man spielen und ich bin schon richtig happy, Leute. Ich bin so richtig happy. Das Ganze kann man ja, wie gesagt, online spielen. Das heißt auch, dass ich einen fetten Marathon mache, Leute. Ich werde so einen dicken Marathon machen, dass wirklich mein Schwanz platzt. Ich sag's euch, das muss jetzt sein. Ich freue mich so sehr drauf. Das Ganze kann man jetzt nicht im deutschen aktuell, also im deutschen Store runterladen, sondern nur im japanischen Store. Ich werde jetzt für die Leute, die es nicht auf die Reihe kriegen, einfach mal noch ein Video raussuchen, wo man eben, ja, wie man sich einen japanischen Account macht auf PlayStation. Wie es auf Xbox geht, ist eigentlich genau gleich, aber da kann ich auch nochmal ein Video raussuchen. Ich setze die beiden Videos auf jeden Fall in die Beschreibung, da könnt ihr dann mal draufklicken und dann könnt ihr euch mal angucken, wie man eben diese Demo macht und dann können wir auch mal zusammen zocken. Wie gesagt, ich werde auch einen Marathon machen, ich werde an dem Tag wahrscheinlich auch sogar noch einen Livestream machen, Leute, weil das ist einfach das Spiel, wo ihr worauf ich wirklich krass warte, also das krasseste Anime-Spiel, worauf ich dieses Jahr noch warte, und das wird einfach awesome, Leute, das wird richtig awesome. Also, schreibt es euch auf, 2. Juli in 11 Tagen, ab heute 11 Tage, und es wird einfach Hammer, Leute, es wird richtig Hammer, und ich freue mich schon richtig drauf. Schreibt mir einfach mal eure Meinung in die Kommentare, was haltet ihr davon, findet ihr es cool, findet ihr es scheiße, wenn ihr scheiße findet, dann schlage ich euch, Leute. Ja, wie gesagt, schreibt mir trotzdem eure Meinung, obwohl ich schlage euch eh nicht, wie soll das gehen. ja, das war's dann von dem Video. Ich bin richtig happy, Leute, wo ich das jetzt gerade noch gelesen habe. Unglaublich. Wie gesagt, alles in die Kommentare. Lasst ein Like, ein Abo da und dann sehen wir uns auch im nächsten Part wieder. Ich bin euer Spooky. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.